Robert Downey Jr. kehrt als Iron Man zurück. Also jedenfalls vielleicht. Das lest ihr tatsächlich wahrscheinlich in den letzten zwei Tagen überall. Und ihr erinnert euch vielleicht daran, dass ich in den letzten Jahren, seit 2019 eigentlich schon immer und immer wieder darüber geredet habe, dass natürlich Robert Downey Jr. und wahrscheinlich auch Chris Evans irgendwann wieder zurück ins MCU zurückkehren werden und welche Möglichkeiten es gibt. Heute möchte ich noch einmal zusammenfassen, was die Optionen wären, die jetzt direkt bevorstehen und welche davon ich für wahrscheinlicher halte und welche für eher unwahrscheinlich. Mein Name ist Luke, das hier ist Nerd Factory und heute reden wir über Robert Downey Jr.'s potenzielle Rückkehr ins MCU und ob das vielleicht das MCU retten könnte, wer weiß. Lasst doch ein Like und ein Abo unter diesem Video da, wenn euch solcher Content gefällt. Wir reden hier mehrmals die Woche über Marvel, über Star Wars, vielleicht auch über Joker, wenn ihr Lust darauf habt. Fallout kommt ja jetzt auch. Man könnte ja das Portfolio mal wieder etwas erweitern. Schreibt mir gerne in die Kommentare, worauf ihr so Bock habt. Richtig fettes Dankeschön auch jetzt nochmal an meine Patrons und Kanalmitglieder, die diesen Kanal hier mehr oder weniger mit am Leben halten, indem sie monatlich einen kleinen Obolus dalassen für die Produktion hier und dass ich Pizza und Döner bestellen kann manchmal oder eine dünne Suppe esse in Monaten, wo es nicht so gut läuft. Aber genug von dem Gerede, los geht's mit dem neuen Video und wir fangen direkt bei dem allerersten möglichen Fall an, der potenziell sehr bald, vielleicht sogar noch dieses Jahr, passieren könnte. Denn Robert Downey Jr. hat in einem Interview mit, ich glaube, dem Esquire Magazin jetzt gesagt, dass er auf gar keinen Fall ausschließt, nochmal zurück zum MCU zu kehren, denn er vertraut Kevin Feige und wenn Kevin Feige sagt, komm doch nochmal her, dann wird er auch nochmal herkommen. Robert Downey Jr. und Tony Stark sind für ihn selbst auch so untrennbar. Es ist in seiner DNA, sagt er. Und DNA ist ein ganz guter Stichpunkt hier, denn in den Comics gibt es einen Fall, wo Tony Stark stirbt, und zwar beim zweiten Civil War und dann lange für tot geglaubt wird, es aber tatsächlich eigentlich nicht ist. Denn nach einer langen Zeit, wo nur ein digitalisiertes Gedächtnis von Tony Stark, die Anthony Stark AI, der lieben Ironheart Riri Williams zur Seite stand und teilweise aber auch einzeln alleine Iron Man Suits gesteuert hat und eine wirklich dramatische eigene Geschichte hat, wozu wir gleich nochmal kommen, sehen wir die quasi Wiederauferstehung von Tony Stark. Denn ja, Tony Stark war gar nicht tot. Er war die ganze Zeit in einer Lagerhalle, in einer Art Stasis-Pod. Er wurde dort am Leben gehalten, um sich von seinen sehr schweren Verletzungen zu heilen. Und das dauerte nun mal eine ganze Weile. Doch eines Tages tauchte er aus diesem Pod auf, komplett haarlos und in einem sehr komplizierten Prozess und einer komplizierten Storyline ist er wieder zurück als Iron Man. Ihr wisst ja, ich bin seit einem Jahr relativ viel in der Welt von D&D gefangen. Nicht nur durch Baldur's Gate 3, sondern ebenfalls dank der D&D-Kampagne, die ich aktuell mitspiele. Und wir schauen konstant, ob wir unser Tavernenset für die Streams irgendwie weiter ausbauen und aufhübschen können. Und da kam Displate gerade perfekt mit ihrem brandneuen Produkt auf den Markt. Mit der neuen Produktlinie namens Displate Textra werden die Grenzen dessen, was Metallposter von Displate sein können, erweitert. Ab sofort sind Premium-Druckveredelungen in einer riesigen Auswahl an Popkultur-Metallposter namens Displate Textra ohne Einschränkungen erhältlich. Ein cleverer und personalisierter Einsatz folgender Effekte verleiht diesem Premium- und einzigartigen Look. Taktile Texturen, 3D-Konturen, selektive, matte und glänzende Effekte auf einem Poster. Der Displate Textra Finish ist auf hunderten der meistverkauften Displates erhältlich und Displate freut sich darauf, die Bibliothek der Displate Textras auch in den kommenden Monaten noch zu erweitern und euch noch und noch mehr Optiken zu bieten. Hier haben wir uns zum Beispiel den bronzenen Drachen in Bleiglasfenster-Optik geholt, der perfekt in die Szenerie als zusätzliches kleines Detail in unsere Taverne passt. Und das Ganze war super einfach an die empfindlichen Wände der Taverne anzubringen mit den fantastischen Magnetsystemen von Displate. Geht jetzt einfach auf den Link hier und holt euch die neuen Displate Textra Metallposter nach Hause und dekoriert eure Wohnung mit diesem coolen Optiken noch. Tony Stark war nie tot. Tony Stark ist wieder da und er nimmt seinen Platz sofort wieder ein. Die Anthony Stark AI rückt in den Hintergrund und wir sehen, wie Tony wieder leibt und lebt. In dieser Storyline, wie gesagt, das ist eine sehr komplizierte Storyline und die gefällt auch nicht jedem und ich finde sie auch ein bisschen nicht so geil, wird Arno Stark, der Bruder von Tony, der lange geheim gehalten wurde, auch zu Iron Man. Iron Man 2020 heißt diese Reihe und Tony selbst existiert aber in dieser Reihe ebenfalls. Er ist zwar nicht mehr technisch gesehen einer der Starks, ist aber immer noch sehr interessiert daran, einen Suit zu tragen. Ja, er nennt sich sogar Mark One, weil er, und da kommen wir zur DNA, herausgefunden hat,
dass er doch nicht überlebt hat. Tony Stark ist tatsächlich gestorben und das, was wir hier sehen, ist ein synthetischer Android. Ein Klon, könnte man fast sagen, der schon auf organischem Material basiert und auf dessen Blutzellen, kitschigerweise, das Stark Industries Logo eingebrannt ist. Das, was wir hier sehen, ist eine weitere Form des digitalisierten Gedächtnisses von Tony Stark, die in einen neuen technischen oder eigentlich organischen, aber ne, ihr wisst, Körper gepackt wurde. Eine Roboterrevolution kommt ihm gerade gelegen, da er sich für die Rechte der unterworfenen Roboter in der Welt von Iron Man 2020 einsetzt und mit dem Titel Mark One zum Anführer dieser Revolution wird und gegen seinen Bruder Arno Stark angeht, der nicht ganz so ein cooler Typ ist, wie sich dann herausstellt. Eine unfassbar komplexe Geschichte. Ist es möglich, dass im MCU so etwas erzählt wird? Ich denke, nein. Ich glaube nicht, dass Tony Stark als Fleischkopie wiederbelebt wird. Auch wenn es die Möglichkeit im MCU gäbe. Ja, wir sehen zum Beispiel bei Vision, ja, dass er in genauso einer Maschine durch einen synthetischen Körper erstellt wurde. Ultron hat dafür nun Vibranium genommen. Er könnte aber, und diese Maschine war ursprünglich auch dafür da, organisches Material herzustellen. Wir sehen das in Age of Ultron, wie Clint von der gleichen Ärztin geheilt wird, die dann diese Maschine auch betreibt, um Vision herzustellen. Es ist also technisch gesehen möglich und rein optisch lehnt sich das Comic auch an diese Maschine aus Age of Ultron an. Das Comic kam danach und potenziell ist es also möglich, dass man diesen Zweig wieder aufgreift und sagt, ja, Tony Stark hat insgeheim immer Angst gehabt, dass er stirbt und die Erde dann keinen Beschützer mehr hat und deswegen hat er so einen Pott irgendwo im Keller stehen gehabt und sich einen Fake-Körper zurechtgebogen, um dann wiederbelebt zu werden irgendwann. Ich persönlich finde das ein bisschen weird, weil ich fand das auch in den Comics weird. Entweder er ist nicht tot und hat seinen Tod nur gefaked und brauchte lange zum Heilen, was im MCU absolut möglich ist, dass sein Körper zwar sehr geschädigt ist, aber potenziell die Möglichkeiten hat, geheilt zu werden. Ich weiß nicht, ob Robert Downey Jr. für so eine komplexe Storyline, die dann auch noch so wild ist, sich A, preisgeben sollte und B, ob die Fans das so geil fänden, da jetzt so eine klassische, das ist eigentlich eine klassische Marvel-Comic-Wiederbelebungsstory, aber so eine Story im Kino erzählt zu bekommen, ist, glaube ich, nicht die beste Idee. Kommen wir also zu dem anderen Punkt, den ich tatsächlich sehr, sehr interessant finde und wo ich tatsächlich deutlich mehr glaube, dass Robert Downey Jr. kommt. Das würde auch zu seinem ganzen Style passen, wieder ins MCU quasi reinzupieken, ohne der komplette Mittelpunkt wieder zu sein. Und das ist die eben schon genannte Tony Stark oder Anthony Stark AI. Wir haben nun Riri Williams als Ironheart schon eingeführt und ein essentieller Punkt von ihrer Origin-Story, die wir ja noch nicht wirklich gesehen haben, bis auf den kleinen Hint eben, den wir in Wakanda Forever von ihr wirklich gesehen haben. Da war sie ja wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Nebencharakter, sie war eher so ein MacGuffin, der halt für den Plot nötig war, aber sonst keine wirkliche Rolle gespielt hat. Und in ihrer eigenen Serie könnte eben es sein, dass sie eben nicht Creo von Wakanda als ihre AI nutzen darf für ihren neuen Suit, sie durfte ja den Suit auch nicht behalten, sondern dass sie jetzt eine neue AI von Stark Industries bekommt, nachdem Stark Industries auf sie aufmerksam geworden ist durch diese ganze Wakanda-Geschichte. Und dann könnte es ähnlich wie in den Comics laufen. Sie bekommt die Anthony Stark AI, ein digitalisiertes Bewusstsein von Tony Stark, der ihr hilft, quasi in seine Fußstapfen zu treten, eine neue Beschützerin der Erde zu werden in einem mechanischen Anzug, weil sie rein vom Genius her das Potenzial hat, seine Erfindungen und Entwicklungen noch weiterzuentwickeln und besser zu machen und besser für den Schutz der Erde zu sorgen. Und jetzt denkt ihr vielleicht, ah, oh, das wäre ja lame, da ist ja nur ein Hologramm und aber überlegt mal, Jarvis ist sehr, sehr populär geworden mit nur sehr wenigen Sätzen und ist dann eben in Vision übergegangen. Eine ähnliche Story, wie Anthony Stark jetzt auch gehen könnte im Endeffekt, dass er eben dann einen physischen Körper bekommen könnte oder als Hologramm auch Iron Man Suits steuern könnte wie in den Comics. Der Kernpunkt, den ich aber sehr interessant finde an dieser Geschichte, ist, dass Anthony Starks AI technisch gesehen eine sehr, sehr unterschiedliche Version von dem Tony Stark ist, den wir kennen. Anthony Stark AI hat sehr, sehr viele Selbstzweifel, denn es ist nur eine AI. Nur eine AI. Es geht, und gerade heute ist das vielleicht ein Thema, was noch interessanter ist, als es bisher überhaupt war, darum abzugrenzen, ab wann ist eine Maschine nur noch ein Werkzeug oder ein Algorithmus ein Werkzeug und ab wann ist es wirklich eine künstliche, selbstdenkende Intelligenz, die eigene Rechte haben sollte. Und er kollidiert hier tatsächlich mit seinen Freunden bei den Avengers. Zugegeben, im MCU sind nicht mehr unbedingt alle davon da oder sind wirklich miteinander verknüpft. Aber in den Comics ist Anthony Stark AI an einem Problem angekommen.
denn niemand nimmt ihn ernst. Niemand sieht ihn als Tony, obwohl er die Erinnerungen von Tony Stark bis zu dem kurz vor seinem Todzeitpunkt hat. Er erinnert sich an alle Dinge, die er mit seinen Freunden gemacht hat, aber er ist nicht mehr die fleischliche Version. Auch das ist ihm bewusst. Seine Freunde hingegen, für die ist Tony Stark tot. Und die AI ist nichts weiter als das. Ein Hologramm. Eine künstliche Intelligenz, die sich aussehen lässt wie Tony Stark. Vielleicht die Erinnerung hat von Tony Stark, aber nicht Tony Stark ist. Und das ist ein sehr, sehr dramatischer und tiefgreifender Plot, der sehr cool erzählt ist wiederum in den Comics und auch Crossovers hat mit verschiedenen anderen Storylines, die sehr cool sind, wie zum Beispiel Secret Empire, wo ein böser Captain America einfach die Macht übernimmt und für Hydra arbeitet und sich dann herausstellt, dass das alles Zeitmanipulation und die Manipulation seines Gedächtnisses und seiner Geschichte und sowas ist, was auch eine sehr coole Storyline war. Die AI Anthony Stark tritt dann in den Iron Man Suit und kämpft gegen seinen alten Freund, obwohl er nur eine AI ist. All das könnte man aufbauen, nicht in sehr naher Zukunft, aber der Startpunkt damit wäre, in Ironheart, der Serie, die wahrscheinlich noch irgendwann demnächst kommen wird, ihn als Anthony Stark AI auftreten lässt und ich gehe ja schon davon aus, dass es schon immer so geplant war, dass Tony Stark wieder zurückkehrt und es jetzt nicht eine neue Entwicklung ist von Robert Downey Jr. Er nur ein bisschen seine Klappe gehalten hat, weil das sonst ablenken würde von seinen anderen ernsthafteren Rollen, die er jetzt gespielt hat, wofür er jetzt auch einen Oscar gewonnen hat, in zum Beispiel Oppenheimer. Eine weitere Möglichkeit, die ich gerade schon kurz angesprochen habe, ist, dass Tony Stark nie wirklich gestorben ist, aber er sich zurückziehen wollte. Er wollte die 5 Jahre, die er gelebt hat mit seiner Tochter und seiner Ehefrau, wieder zurückhaben. Dieses abgelegene Leben und er wollte eben nicht involviert sein in die Heldengeschichten nach dem großen Opfer, was er jetzt getan hat. Es kann sein, dass er nicht gestorben ist, ja? Der Iron Man Suit, gerade der mit den Naniten, hält ihn ja auch stückweise mit am Leben. Er kann dafür sorgen, dass er potenziell geheilt wird. Wie gesagt, wir haben die Technologie, die auch auf Nanopartikeln basiert, die wir in Age of Ultron sehen, um Leute und Fleischhunden sehr schnell zu heilen. Wir haben die Möglichkeit, dass potenziell sein Körper irgendwie durch Stark-Technologie am Leben gehalten wurde, nur es etwas länger dauert, ihn zu heilen. Also es kann einen Plot geben, wo er nicht wirklich gestorben ist, sondern seinen Tod basically fingiert hat, um eben im Hintergrund stehen zu bleiben und das Ganze erstmal nur zu beobachten und erst dann einzugreifen, wenn es wieder so eine große Bedrohung geben sollte, wie Thanos das war. Er hat eigentlich seinen Soll erfüllt und geht jetzt, ähnlich wie Captain America, auch in Rente, ohne weiter da zu sein, um zu helfen. Er übergibt quasi die Fackel an die neuen Helden, die auch ohne ihn jetzt klarkommen. Er hat genug gemacht. Potenziell könnte man diese Storyline einführen und das machen. Wie cool die Leute das jetzt fänden als Zuschauer, ist die nächste Frage. Denn so viele Leute sich Tony Stark zurückwünschen, es würde natürlich die komplette Idee seines Opfers ein bisschen abschwächen. Er hätte sich nicht komplett selbst aufgeopfert, sondern er hätte die ganze Zeit gewusst, er stirbt sehr wahrscheinlich nicht an diesem Snap, sondern er kann das einfach machen. Er wird sehr stark verletzt sein, was immer noch ein Riesenopfer ist, aber er wird im Endeffekt überleben und kann weiter das Leben mit seiner Familie leben und hat diese nicht verloren. Wie gesagt, es wäre eine sehr abgeschwächte Version von dem Ende von Endgame und würde vielleicht Endgame ein bisschen für Leute kaputt machen. Deswegen weiß ich nicht, ob sie das tatsächlich durchziehen würden. Eine letzte Variante, die ich mir vorstellen kann, ist, dass Tony Stark zwischen dem Zeitpunkt, wo wir sehen, wie Hulk snappt, und dem Zeitpunkt, wo der Avengers Campus komplett zerstört wird, warte mal, Avengers Campus ist Disneyland, also das Avengers Hauptquartier, komplett zerstört wird von Thanos Raketen, dass zwischen diesen Momenten Tony Stark eine ewig lange Zeit in der Zeit verbracht hat. Denn es gibt einen bestimmten Satz, der sehr wissend von Tony wirkt, obwohl er nicht wirklich Erfahrung mit Zeitreisen hat, so wie wir wissen. Es könnte auch an anderen Punkten passieren. Es könnte sein, dass bevor er zu den Avengers gegangen ist und die Zeitreise mit der Uhr herausgefunden hat, ne, mit diesem Tracker, dass er schon selber es ausprobiert hat, um eben die anderen nicht zu gefährden, dass er selbst schon einen Testrun gemacht hat, bevor Clint den Testrun gemacht hat. Zugegeben, er geht ja sehr überzeugt dahin, obwohl er vorher nur die theoretische Bestätigung hat, dass es funktioniert. Und so wie wir Tony Stark kennen, probiert er Dinge erstmal zuerst selbst geheim aus, bevor er andere, gerade ihm nahestehende Leute, in diese Gefahr bringt. So oder so, ob das jetzt vorher war oder in diesem Zeitraum zwischen Snap und der Zerstörung des Avengers-Hauptquartiers, Tony Stark könnte durch die Zeit gereist sein. Und diese Version von Tony Stark, dieser Moment zwischen der Entscheidung, die Leute zurückzusnappen und der Explosion vom Avengers-Hauptquartier, dieser Moment könnte für ihn Jahre
in der Zeitreise geblieben sein. Er könnte potenziell aus der Zeit hier gerissen worden sein. Die TVA könnte einfach aufgetaucht sein, ihn in dem Chaos der Explosion mitgenommen haben und er hätte ein ganzes riesiges Abenteuer erleben können und genau in diesem Moment zurückkehren können, um dann eben sein finales Opfer zu machen. Das wäre möglich. Gerade in der Idee von Kang the Conqueror, der ganzen Storyline, die wir jetzt auch sehen mit Deadpool, dass Leute aus ihren Universen entführt werden und rekrutiert werden für die TVA, ist es nicht unwahrscheinlich, dass einer der größten Helden dieses Universums, Tony Stark, Iron Man, vor allem in dieser Version mit seinem finalen Anzug und sowas, dass er in die Zeit gedüst ist, um gegen Kang zu kämpfen. Ganz speziell könnte er in Secret Wars gekämpft haben, der ja erst in ein paar Jahren herauskommt, aber sozusagen im 6. Avengers-Teil schon dann mit drinne gewesen sein. So könnte man Tony Stark wieder einführen, ohne irgendwie sein Opfer wegzunehmen. Er wäre ja noch nicht gestorben, er hätte sein Opfer ja noch nicht gebracht. Und er hätte hier gegen andere Helden und Bösewichte kämpfen können, so wie beispielsweise Tobey Maguire und Andrew Garfield, Spider-Man, auch in ihrem Universum in ein anderes gerissen wurden, um dann mit Tom Holland zusammen gegen diese Bösewichte zu kämpfen. Es nimmt deren Story nichts weg, dass sie jetzt hier in diesem Universum agieren und dann wieder zurück in ihres zurückkehren. Und das Gleiche könnte man mit eben Robert Downey Jr. machen. Es wäre, wie gesagt, nichts Neues, dass so etwas passiert, dass jemand woanders hingerissen wird, und es muss ja nicht ein anderes Universum sein, kann auch nur die Battleworld sein, um dort zu kämpfen. Wie gesagt, den ersten Hint davon haben wir, dass ja eigentlich genau das mit Deadpool und Wolverine in Deadpool 3 passiert, zumindest soweit wir bisher wissen, und auch mit einer ganzen Menge anderen Leute, die eben in diesem Film auftreten. Also, warum sollte das nicht auch in Secret Wars ähnlich sein, das ja an einem ähnlichen Ort spielt, wahrscheinlich wie Deadpool 3 in der Leere bzw. auf der Battleworld. So könnte Robert Downey Jr. einfach wieder zurück ins Universum rein droppen, ein bisschen Iron Man sein und dann wieder abhauen mit der Erklärung, das war zwischen diesen Momenten, kurz bevor er gesagt hat, if you mess with time, time tends to mess back. Eine Weisheit, die er gelernt hat, als er gegen Kang the Conqueror angetreten ist. Potenziell. Es gibt sicherlich noch tausend andere Möglichkeiten, dass er einfach nur so wiederkommt, er ist eine Variant, was auch immer, aber das sind jetzt für mich die plausibelsten Versionen für das MCU, von denen mir manche besser gefallen und manche weniger gut gefallen, aber die alle potenziell Möglichkeit haben, in diesem MCU-Kosmos irgendwie aufzutauchen und halbwegs Sinn zu ergeben, auch wenn sie nicht unbedingt alle gleich gut ankommen würden. Was ist eure liebste Version davon? Wie würdet ihr euch wünschen, dass Tony Stark zurückkehrt oder wollt ihr ihn gar nicht zurückhaben? Ich meine, wie gesagt, mit Andrew Garfield und Tommy McGuire war das ziemlich cool, da sind aber auch 10 plus Jahre vergangen seitdem und da haben wir noch ein paar Jahre Zeit, bis das bei Robert Downey Jr. ebenfalls der Fall ist. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder und bis dahin sag ich, reinhauen!